Servus Freunde der taktischen Unterhaltung, mein Name ist Tactical Viper und herzlich willkommen zu einem kleinen Installationsvideo, wie man die vor kurzem erschienene Zweite Weltkriegsmod Day of Infamy für Insurgency installiert. Im Prinzip klingt das recht simpel, weil man muss eigentlich nicht viel machen, allerdings gibt es ja von vielen von euch ein paar Problemchen und viele von euch haben mich ja schon angeschrieben, woran es liegen könnte und die Lösung ist eigentlich recht simpel, aber wenn man es nicht weiß, wie es funktioniert, dann steht man natürlich dumm da und da findet man natürlich nie einen Server für dieses Spiel, denn das ist nämlich das Hauptproblem. Man findet mit dieser Mod momentan keinen Server und das liegt natürlich nicht daran, dass die Mod so scheiße ist, dass niemand sie spielen möchte, sondern es liegt einfach daran, dass etwas fehlt bei der Konfiguration und diese Konfiguration, die gehen wir jetzt gemeinsam in den nächsten paar Minuten durch. Aber keine Sorge, das klingt jetzt alles viel komplizierter und schlimmer, als es im Endeffekt ist. Im Prinzip müssen wir eigentlich nur ein paar Klicks auf der Steam-Oberfläche tätigen und dann eine Eigenschaft bei Insurgency verändern, damit die Day of Infamy Mod reibungslos funktioniert. Beachtet bitte auch die Aktualität des Videos, denn zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme, sprich den 26.01.2016, funktioniert die Mod nur auf diesen Umwegen. Es wird also zum späteren Zeitpunkt sicherlich anders aussehen und falls es so sein sollte, werde ich an dieser Stelle auch ein neues Video verlinken. Was wir im ersten Schritt tun müssen, ist Insurgency in der Steam-Bibliothek finden und dann mit einem Rechtsklick auf die Eigenschaften des Spiels gehen. Dort finden wir den Reiter Betas und dort müssen wir an einem Beta-Programm teilnehmen und die Beta-Version Pre-Release Testing Branch auswählen und dann können wir das Ganze auch schon schließen. Jetzt sollte sich Insurgency über Steam updaten und einen Beta-Patch von ca. 200 bis 300 MB herunterladen. Und wenn das alles getan ist, dann könnt ihr auch ganz normal wieder das Spiel starten, euch ins Hauptmenü begeben, den Serverbrowser aufrufen oder den Quickstart und dann könnt ihr dort die Day of Infamy Mod auswählen und einen Server suchen und natürlich im Endeffekt auch finden. Ich hoffe, das kurze Tutorial-Video hat euch ein bisschen geholfen und falls es noch Fragen geben sollte, dann ab damit in die Kommentare. Jetzt aber viel Spaß mit der schönen Zweiten Weltkriegs-Mod Day of Infamy für Insurgency.